Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tardic Tactical, alle anderen Molletaschen, die nicht Rifle oder Pistol sind. Im vierten Teil unserer Tardic Tactical Serie des dänischen Herstellers haben wir uns mal die oder einige der Taschen herausgesucht, die bei Tardic Tactical verfügbar sind. Wer die Rifle- und Pistol-Mag-Pouches nicht gesehen hat, der kann am Ende dieses Videos sich das nochmal anschauen. Da gibt es nochmal speziell diese Taschen von Tardic Tactical im Detail. Habe sie jetzt hier nochmal mit aufgestellt, damit ihr einfach nochmal sehen könnt, was da alles angeboten wird. Wir gehen jetzt aber einmal hier über die anderen Taschen. Fangen wir mal mit den Erste-Hilfe-Taschen an, beziehungsweise mit den Erste-Hilfe-Ergänzungstaschen, nämlich die Tourniquet-Taschen. Da gibt es einmal die Wrap Tourniquet-Pouch. Das ist eine Vollschutztasche für ein Tourniquet. Das ist tatsächlich, denke ich mal, gerade interessant in Gebieten, wo viel Sand oder viel Sonneneinfluss da ist und das Tourniquet ein bisschen besser geschützt werden soll, nicht direkt auf der Ausrüstung getragen werden soll und aber trotzdem ein schneller Zugriff gewährleistet ist. Die Tasche, fast ein Tourniquet logischerweise, ist mit einem Molle-Slot belegt. Also man braucht eine Reihe Molle in der Breite und kann dann hier diese Tasche anbringen mit Lasercut. Laminat wird hier gearbeitet, sehr, sehr gute Verarbeitung, Produkte werden in Dänemark hergestellt, alles einwandfrei. Hier vorne habt ihr nochmal einen Klettbereich, wo ihr auch nochmal Blutgruppe, Patch oder ein kleines Kreuz nochmal anbringen könntet. Ihr habt hier ein rotes Zugband, damit reißt ihr die Tasche dann auf, die natürlich, wenn sie am Molle befestigt ist, dann auch da bleibt, wo sie ist. Und dann habt ihr hier im Inneren nochmal eine Öffnung und damit könnt ihr dann das Tourniquet entnehmen. Das heißt, ihr seht, das Tourniquet ist komplett eingewickelt und somit dann auch wirklich gut geschützt vor äußeren Einflüssen und trotzdem sehr, sehr schnell im Zugriff. Für etwas weniger Schutz, aber auch für schnellen Zugriff gibt es die Tourniquet Belt Pouch. Die eignet sich auch nicht nur für den Belt, sondern die kann man auch gut am Plattenträger montieren, an der Schulter zum Beispiel. Dafür müsstet ihr allerdings den Klett auf der Innenseite nochmal abdecken, denn der ist natürlich für den Gürtel vorgesehen. Und da habt ihr Hakenklett eben, um an einem Innengürtel mit Flausch auch zu halten. Ansonsten wird die Tasche hier fixiert, Gürtel rein, zugeklappt. Und damit habt ihr in der Horizontalen nochmal ein Tourniquet, was ihr dann einfach hier über die Seite herausziehen könnt. So ein leicht elastischer Sleeve. Hat genügend Widerstand, um das Tourniquet rauszuziehen. Das wäre die Belt Tourniquet Pouch. Geht weiter mit den Utility Pouches. Da habt ihr verschiedene Varianten zur Verfügung. Es gibt einmal eine Standardline und eine Pro-Line. Der Unterschied ist einfach, dass bei der Standardline meines Wissens hier im vorderen Bereich der Klett fehlt und die Innenorganisation. Also die Standard Pouches sind ganz simple Utility Pouches, um irgendwas reinzustecken. Und die Pro-Line, die wir hier haben, die ist nochmal innen unterteilt. Die kommen alle mit sandfarbener Paracord, hier zumindest in der Ranger-grünen Variante. Die beiden Pouches hier mit schwarz haben wir modifiziert, nur dass ihr es mal gehört habt. Wir fangen mal an mit der großen Utility. Das ist eine 3x3. Bei Tardic Tactical ist die Bezeichnung nicht wie bei Cry zum Beispiel, wo sie die Größe angibt, sondern da wird im Endeffekt angegeben, wie viel Molle es belegt. Also hier habt ihr im Endeffekt drei Reihen Molle in der Höhe und drei Reihen Molle in der Breite. Braucht diese Tasche. Eignet sich zum Beispiel für eine Kantine. So haben wir sie jetzt gerade mal genutzt. Aber natürlich ist es eigentlich eine Utility Pouch. Ich wende sie einmal nach innen, dass ihr es auch mal sehen könnt. Da sind jetzt Wasserentkeimungstabletten noch drin. Habt ihr auf der Vorderseite habt ihr einen Mesh-Einschub über die komplette Länge. Da könnt ihr dann flache Gegenstände reinpacken und im hinteren Bereich ist Organisation mit einer großen Innentasche, also hier auch wieder bis ganz nach unten. Darüber liegend nochmal eine etwas breitere Innentasche, die hier in dem Bereich geht und dann nochmal eine schmale Tasche, die ideal ist zum Beispiel für ein Pistolenmagazin oder ein Multitool, also Gegenstände in dieser Breite passen dann hier rein. Die sind dann auch nochmal auf der Front mit einem Elastikband eingefasst, diese Taschen. Das heißt, da ist der Inhalt dann auch nochmal gut fixiert und kann somit nicht herausfallen. Das war die 3x3 Pro Pouch. So, als nächstes nehmen wir mal die hier. Das ist die kleinere. Das ist die GP Pouch 2x3. Was haben wir gelernt beim Namen?
ist die Molle-Breite. Das heißt, wir haben 3 in der Höhe und 2 Molle-Streifen in der Breite. Das ist eine Pouch, die ist ideal für GPS oder Strobes von der Größe her. Lässt sich aber natürlich auch als Erste-Hilfetasche, das gilt übrigens auch für die, lässt sich auch als Erste-Hilfetasche natürlich nutzen mit der Innenorganisation. Und hier habt ihr im Inneren im Endeffekt eine ähnliche Aufteilung wie bei der großen. Einmal auf der Front einen Mesh-Einschub und auf der Rückseite einen tiefen Einschub hinten dran für flache Gegenstände und 2 gleich große Einschübe vorne dran. Auch hier wieder, die sind jetzt von der Breite her natürlich ideal für Multitools und Pistol Max. Das war die 2x3 Molle Pouch. Als nächstes haben wir die 6x2 Molle Pouch. Für alle übrigens, die jetzt wissen wollen, wie groß die Taschen sind, ich messe euch gleich nochmal aus, nur dass ihr es mal gehört habt, dass die 6x2 horizontale Utility Pouch. Wir haben gelernt, 6x2 bedeutet 6 in der Breite, wobei hier nur die äußeren beiden verwendet werden. Das heißt, wenn ihr die zum Beispiel am Chestrig montiert, könntet ihr da in die Mitte nochmal ein Messer hinten dran bauen, weil in der Mitte Platz ist, hat rechts und links jeweils 2x Molle, braucht aber 6 Reihen Molle in der Breite und 2 in der Höhe. Vorne wieder Klett. Und auf der Innenseite eine ähnliche Aufteilung wie die beiden anderen Pouches auch. Ein breiter Mesh-Einschub im Frontbereich und auf der Rückseite wieder, wo ist meine Pistolenmagazintasche, die ist noch hier drin, so. Wieder einen schmalen Einschub für Multitool oder Pistol Mag Pouches und hier nebendran nochmal 2 weitere Einschübe und dann ganz hinten dran nochmal ein großes Fach für Dokumente oder ähnliche flache Gegenstände. Zu den Maßen. Die 2x3 bietet euch 16 cm in der Höhe, 12 cm circa in der Breite und in der Tiefe sind es 4 cm. Die 3x3 bietet euch 16 cm in der Breite, 18 cm in der Höhe und auch 4 bis 6, je nachdem, wie voll man die Tasche knallt, 4 bis 6 cm in der Tiefe. Die 6x2 bietet euch 25 cm in der Breite, 17 bis 18 cm in der Höhe und die Tiefe ist ungefähr wie hier auch, also 5 bis 6 cm. Das waren die Utility Pouches. Zum Schluss haben wir noch die PRC 152 Pouch von Tardigate Tactical. Auch hier wieder, die kommt normalerweise mit Coyote Hardware, haben wir umgebaut auf schwarz. Ist eine sehr coole Tasche, weil ich habe hier im Endeffekt einmal eine Sicherung, die das Funkgerät im oberen Bereich schützt. Das heißt, ich kann es hier sichern, damit sowohl der Verstellverschluss oben passt, als auch das Funkgerät nicht nach oben rausrutschen kann. Ich habe hier nochmal einen Bungee, der über die Tasche crisscross verteilt ist, um das Funkgerät auch sicher zu halten. Und die Besonderheit hierbei ist, für alle, die mit dem 152 arbeiten, ich habe hier eine Möglichkeit, die Batterie zu wechseln, ohne das Funkgerät aus der Tasche zu nehmen. Dazu löse ich einfach unten den Klettverschluss, lasse das Funkgerät ein Stück nach unten gleiten und kann dann hier entsprechend die Batterie einmal entnehmen, neue Batterie ranbauen, wieder das Funkgerät nach oben schieben, Klettflappe zu. Und damit habt ihr die Batterie vom Funkgerät gewechselt, ohne das ganze Funkgerät rauszunehmen. Das ist gerade dann praktisch, wenn ihr hier mit entweder mit einer Antennenverlängerung auf dem Rücken vom Plattenträger arbeitet oder auch ein PTT angeschlossen habt. In der Regel nach oben schieben ist immer schwieriger, weil da die Kabel dann entsprechend sind. Man hat aber meistens 10 bis 15 cm Luft noch von den Kabeln und somit ist es einfacher, das Ganze nach unten gleiten zu lassen und dann wieder nach oben zu bringen. Coole und durchdachte Funkgerättasche. Wird übrigens hier auch mit natürlich mit Lasercut-Molle befestigt. Braucht 2 in der Breite und 1, 2, 3, 4 in der Höhe. Ja, das waren die anderen Taschen, die etwas anderen Taschen von Tardigate Tactical. Utility Pouches, IFAC bzw. Tourniquet Pouches und die Radio Pouch. Im nächsten Video werden wir nochmal die Buttpacks behandeln. Da freue ich mich schon besonders drauf.
Schreibt uns mal in die Kommentare, was eure Favoritenpouch ist, beziehungsweise was ihr zu diesen Taschen sagt, wie ihr sie von der Organisation und von der Durchdachtheit findet. Unserer Meinung nach gibt es da nichts auszusetzen, hervorragende Qualität. Da die Taschen in Dänemark gemacht sind, haben sie natürlich auch ihren Preis. Das sollte einem halt bewusst sein. Wer Qualität will, muss er eben auch ordentlich kaufen. Der muss ordentlich Geld ausgeben für gute Qualität. So ist es halt mal. Aber ansonsten bekommt ihr die Taschen bei Tardigate Tactical. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.